Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Conny von PanicuZ Turio mit einer neuen Aufnahme von Call of Duty 1. Yeah! Ich habe ein kleines Problem gehabt die letzte Zeit. Deswegen sind wir nicht im Hauptmenü, sondern sind wir hier auf diesem schönen Deckblatt. Auf dem schönen Blatt, streng geheim, ne? 2. September 1944. Ihr könnt das sogar selber durchlesen, wer es interessiert. Dammangriff, ne? Nur so zur Info. Ich habe nämlich. Ach, ich kann nochmal starten. Ich erzähle es euch gleich, während wir da gleich auf den Damm lang latschen. Also, ich habe, ja, wir hatten ja in der letzten Aufnahme die schöne Brücke verteidigt. Es gab da ein kleines Problem. Und zwar, danach hatte ich ja die Aufnahme abgebrochen. Und das Problem war, es hat nicht gespeichert. Das letzte Speicherpunkt war... zeigen. Jetzt ist hier gespeichert. Und zwar das da. Und zwar bei Levelzeit 6 Minuten 32. Das ist ungefähr im Spiel noch 4 Minuten im Bunker hocken und nichts machen. Das heißt, ich musste dann nochmal machen. Ich habe es einmal gemacht, ich habe es zweimal gemacht. Ich habe es insgesamt 6 Mal gemacht. Ich musste insgesamt 6 Mal im Bunker hocken, weil jedes Mal wurde ich... Oh, fick dich doch ins Knie. So. Das ist doch jetzt geschert, oder? Weil jedes Mal wurde ich entweder abgeschossen. Captain Price hat mich mit einer Granate abgeworfen, die er zurückwerfen wollte. Ich habe Captain Price erschossen, weil er mir in die Feuerlinie gelaufen ist. Oder ein Dreckspanzer hat mich abgeknallt. Und ich habe sogar... Oh, jetzt sterbe ich. Ich kann doch jetzt nicht schon am Anfang sterben. Und ich habe gleichzeitig noch, zweimal war ich hier am Damm, habe abgebrochen, die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Und zwar kann ich das Spiel ja nicht raustappen, deswegen konnte ich die Aufnahme nicht neu starten. Dann wurde ich gespeichert. Verdacht, es wäre gespeichert, Auto gespeichert. Und ich hätte dann... Oh, ich muss hier richtig ran. Bildschirm, ich sehe nichts, weil es so hell draußen ist. Und zwar habe ich dann schön rausgetappt, bin ich. Und jo. Benutze ich die? Oh komm, die habe ich noch nicht benutzt im Let's Play. Und da habe ich halt versucht, neu zu starten, da war ich wieder. Okay, das heißt, ich habe das insgesamt, glaube ich, über 6 Mal gemacht oder 6 Mal, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall zu oft. Wenn ich das Ding ja kaputt mache. Nee. Und das war richtig Müll. Ja, und ja, das hat mich echt genervt. Guck mal da, schönes eisernes Kreuz. Hahaha. Gut, wir zerstören einfach mal die gegnerische Flak. Ich setze mich einfach mal hier hinter, hoffentlich da sterbe ich nicht dadurch. Ich werde abgeschossen. Na, wo ist er? Irgend. Gut, aber noch zur kleinen Info. Ich bin nicht ganz alleine heute, mal wieder. Letztes Mal war ja der alte Käse da. Ich habe keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Wie gesagt, das ist nämlich eher mehr selber als die Gegner hier. Ich bin diesmal, letztes Mal war ja der Olle Käse dabei und hat ein bisschen reingeplappert bis um 12 Uhr und ich habe bis um 1 Uhr aufgenommen, glaube ich, sowas. Diesmal haben wir einen neuen, den ich auch noch nicht sehr lange kenne. Beziehungsweise hört er sich dann vielleicht demnächst selber, denn es ist ein Abonnent von mir. Er hat sich aufs TS geschlichen und... Jetzt können Gegner, irgendjemand hat auch hier geschossen. Oh, fuck, 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 fuck. Ich wusste, dass irgendwo ein MG ist, aber ich wusste nicht wo. Kommt schon der nächste Sauhund. Also, ich breche hier andauernd ab, ey. Und zwar ist das der Raudin, nennt er sich, hier auf TS. So belassen wir es einfach mal bei dem Namen. Beziehungsweise sein Rufname. Dem seine Mami ihm gegeben hat, oder der Papi, nennt sich Victor, und so werde ich ihn nennen, weil ich gehe jetzt sterben. Nein! Ich habe die falsche Waffe. Okay, aber es ist ja bekannt, dass ich in dem Let's Play hier oft sterbe, von daher. Ja, kann man nichts machen. Scheiße, MG. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist, ungefähr da. Bin ich besser gewappnet.
Ich sehe aber so schlecht, ey. Ich müsste das echt eher abends aufnehmen, dieses Spiel, dieses Call of Duty. Dann sehe ich wenigstens was auf YouTube. Das geht ja gar nicht. Ja, das Spiel müsste heller sein, das geht natürlich auch. Also, es ist der Victor. Ich komme hier andauernd raus. Victor kann dir mal Hallo sagen. Hallo. Genau. Hallo. Ein MG-Schütze weniger. Kommt schon der nächste Bob. Muss auch weg. Gehen wir mal weiter. Und der hat sich einfach beigeschlichen. Ich habe gerade einfach mal randommäßig die Aufnahme gemacht. Beziehungsweise ich bin ja gerade eben wieder dreimal verreckt. So dreimal wieder auf neu machen und muss nachher erstmal gucken. Beziehungsweise wenn ich das schneide, wie ich das schneide, weil ja, ich habe da die Audioaufnahme, da ich ja nicht nur rausklappen kann, wie gesagt, habe ich die Audioaufnahme ja weiterhin bestehen. Das heißt, ich habe jetzt ohne irgendwas schon mal mindestens eine Viertelstunde oder 10 Minuten bis Viertelstunde. Boah, ist die Waffe scheiße. Hab allein nur eine Viertelstunde dadurch. Ja, nur muss ich da ein bisschen schneiden. Ja. Aber naja. Ist ja nichts Neues, ne? Also, Fehler passieren immer mal und bei dem Spiel. Muss ich mit dem raustappen, dass es halt nicht gespeichert ist automatisch. Naja, aber ich hätte auch manuell speichern können. Aber voll casual. Außerdem habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass man das manuell speichern konnte. Nickelodeon spielt Planet Side 2. Hallo Nickelodeon, du bist in dem Let's Play. Oh. Jetzt hab ich den MG-Schützen nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich dachte, ich hätte ihn gerade getroffen gehabt. Vielleicht hat sich auch ein anderer dran gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Boah, mein Aim, Dead Aim. Wir laden mal schnell nach. Was mir letztens eingefallen ist, ich wollte ja eigentlich mal über den Multiplayer sprechen, Am liebsten, da gab es ja immer die Karten, da gab es ja verschiedene Modis, ne? Modis. Und mein Lieblings war eigentlich Suchen und Zerstören. Und, gleichzeitig noch, wie heißt's? Wie hieß denn das nochmal? Team Deathmatch, genau so. Stinkt normal einfach Team Deathmatch. Und da, aber am liebsten habe ich da immer was. Gab's immer so, da kommt man sich auf Favoritenserver machen. Wird wahrscheinlich heute nicht anders sein. A-Spiel gespeichert. Und zwar so auf so Public nur mit Gewehren. Ich habe auch nur so zerstört nur mit Gewehren gemacht. Das war richtig geil. Da hat man zum Beispiel hier das Gewehr gehabt. Das ist ein deutsches Sniper, warum ich als im Moment Brite auch habe, es ist mir eigentlich auch egal, aber naja. So, warten sie natürlich schon, das ist natürlich sehr nett von denen. Natürlich auch saugeil. Ich infiltriere solo, ohne Schalldämpfer, einen ganzen Staudamm. Alleine, wohlgemerkt. Und ich bin vom britischen SAS, also gegen eine Armee Deutscher. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen unsinnig. Ich wundere, warum ich die ganze Zeit stocke, aufhört zu labern. Liegt daran, weil ich eigentlich versuche zu hören, ob irgendwo ein paar Deutsche keine Ahnung kommen. Weil die machen ja hier mit ihren dicken, fetten Springerstiefeln schöne Geräusche. Granaten. AP. Ich glaube, ich wechsle direkt mal schnell die Waffe. Zu einer MP40, wenn es sowas hier gibt. Weil hier die Waffe geht doch recht schnell die Munition leer. Ich denke, die ist auch nur für den Anfang gedacht gewesen.
Außerdem ist es einfach scheiße. So, wir... Ach, hier haben wir doch direkt MP40. 25 Kugeln. Nicht sehr viel, aber... Vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr. So, haben wir noch irgendwo so ein Fixschwein? Ja, na, bei dem Multiplayer konnten wir immer, am besten, am liebsten habe ich dann noch die Karte Harpor gemacht. Da konnten wir schön Russen gegen Deutsche. Und das war echt einfach nice. Ich fand es richtig nice. Sie sind vom britischen SAS, keine Gefangenen. Ich wiederhole. Durch. Sorry, Gott, meine Wortwahl hier. In diesem jugendfreien Let's Play. Aber man muss ja auch sagen, das Spiel ist ab 18, von daher. Kann sich keiner beschweren. Keiner beschweren. Ja. Mehr, steck den Kopf raus. Schieß sie, dicke Junge. Irgendjemand, zeigt euch. Zeigt euch. Victor, zeig dich. Hallo? Hallo. Hallo. Nein. Feindliche Truppen, Alter, ich bin alleine, Penner. Ich würdige wenigstens das, dass ich alleine bin. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Hallo, oh, jemand hier? Was? Gefahr, Hochspannung, okay. Da sind wir genau richtig. Ich habe gehört, dass hier oben einer geschossen hat. Habe ich auch gehört. Nein! Ich bin zu früh rausgegangen. Okay, ich hätte vielleicht erst die Waffe nehmen sollen. Und... Toll. Super geiler Speicherpunkt. Muss ich gerade mal hier die Nase reiben und dann kommt die direkt zu einem Penner entgegen. Oder der nächste. Ja, und... Da hat man halt bei Suchen und Zerstören mal schön gespielt. Kugel ist nicht durch die Glasscheibe gegangen. Was ist das denn hier? Ein Fail. Ja, und da hat man schön mit Suchen und Zerstören mit den Gewehren gespielt. Und da hat man natürlich nicht so wie ich hier so Hardscope, Hardscope und so alles, ne, so richtig schön lange Zielen und so gemacht. Da ging das schon ein bisschen schneller, ne? Entweder hat man hier so wie aus der Hüfte geschossen. Oder man hat natürlich Quickscopes gemacht. Ah, da. Aber das ging in dem Spiel ja auch noch richtig gut. Das geht, glaube ich, auch. Das geht auch noch in Modern Warfare 1 noch richtig gut. Aber danach ging es eigentlich nicht mehr. Nicht mehr so gut, sagen wir so. Fand ich jetzt mal. So denke ich mal. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und früher, da, wo ich das noch aktiv gespielt habe, da habe ich auch noch ordentlich Kills gemacht mit dem Sniper. Aber jetzt hier bin ich natürlich voll außer Übung. Ist noch einer. Tot. Aber man kann ja hier eigentlich, man lernt ja ganz schnell. Ich bin ja auch nicht ganz blöd. Man kann ja lernen. Man ist ja lernfähig. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich hab das echt nächtelang durchgesuchtet, Junge. Nächtelang. Na komm, dann nehmen wir auch die MP hierfür. Einfach mal schießen. Kommt doch mit Sicherheit noch einer. Ich wusste. Und der ist um die Ecke gegangen, hat ohne zu zielen, hat er mich abgeschossen. Ey, dieses Spiel hier. Da wird man noch aggro, Call of Duty. Ich muss mal kurz weg telefonieren. Seht ihr, Leute? Und ich bin so aggro, da geht es sogar schon. Was ist das denn hier für ein Panzerglas, ey?
Ein Schuss. Und ich habe natürlich einen Fuß geschossen, ja. Der Vorteil bei den Deutschen war natürlich, dass du jetzt hier nach dem Nachladen, nach einer Kugel, konntest du schon den Schuss, das Nachladen abbrechen. Bei den Deutschen, bei den Russen, die haben ja da die Mosen Nugan, Nugan, oder weiß auch, das weiß ich, wie man es ausspricht, ist schon, was ich meine. Diejenigen, die das Spiel kennen, die wissen, was ich meine, beziehungsweise wir werden es auch später sehen, nach den Briten, denke ich.